Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und diesmal ganz speziell zu einem Video, das ganz viele von euch gewollt haben. Neulich habe ich euch mal hier in diesem Video gefragt, ob ihr zum Thema Bilderberg-Treffen ein bisschen mehr erfahren wollt und es war wirklich ein großes Feedback von euch. Alle haben gesagt, jawohl, da wollen wir mehr zu erfahren und deswegen also dieses Video heute über ein Treffen, das einmal im Jahr stattfindet, fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit, komplett abgeschottet, Sicherheitsdienste, Polizisten sind da, lassen kaum Leute auf das Gelände, auf dem dann das Treffen stattfindet. Die Reichen und Mächtigen der Welt treffen sich dort und reden über, ja, worüber eigentlich? Das ist die große Frage und die Frage, die dahinter steckt, ist auch noch, ist da eine Verschwörung im Gange, eine Verschwörung gegen die Menschheit? Was dran ist an diesen Fragen, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video und ja, ich hoffe, ihr bleibt dran. Fangen wir mal ganz vorne an, genauer gesagt ganz vorne in den 1950er Jahren. Ihr wisst ja, der Zweite Weltkrieg war gerade vorbei und es hat sich so herausgebildet, dass der Osten und der Westen der Welt immer weiter auseinandergedriftet sind. Der sogenannte Kalte Krieg hat gerade begonnen, mehr dazu erfahrt ihr in diesem Video. Und in diesem Kalten Krieg war es extrem wichtig, dass die Länder beider Seiten sehr eng zusammenstanden, damit man eben gegen den gemeinsamen Gegner gut ankommen kann. Das Problem war aber, in den westlichen Staaten war das nicht so wirklich der Fall. Es gab große Unstimmigkeiten zwischen Europa und den USA. Das hing vor allem damit zusammen, dass in den USA die Gefahr da war, dass ein sehr, sehr konservativer Präsident an die Regierung kommt, beziehungsweise ein Präsident, bei dem man nicht richtig wusste, was macht er. Und viele Europäer hatten einfach die Angst, dass Europa bei den USA für die nächste Zeit komplett abgemeldet sein würde mit diesem Präsidenten. Und auch sonst gab es kleinere und größere Probleme zwischen den beiden Kontinenten Amerika und Europa. Diese ganze Sache hat besonders einem Menschen Sorgen bereitet, nämlich Josef Rethinger. Ich spreche ihn jetzt einfach mal deutsch aus, aber Josef Rethinger war eigentlich Pole. Ein Pole, der während des Zweiten Weltkriegs in London die polnische Exilregierung beraten hat und dort sehr schnell zu einem sehr wichtigen Diplomaten wurde. Er hatte sehr gute Connections und man hat ihm auch nachgesagt, dass Josef Rethinger innerhalb kürzester Zeit ein Treffen mit dem Präsidenten der USA organisieren kann, wenn man das denn will. Und Josef Rethinger dachte sich, Mensch, wir müssen was tun in dieser Situation, das kann nicht so bleiben. Und hat sich jemanden geholt, der ihn unterstützen sollte bei einer Idee, die er hatte. Nämlich den Prinzen von den Niederlanden, Bernhard Prinz der Niederlande. Dieser Bernhard Prinz der Niederlande war ein Mann, der auch gute Connections hatte, gute Verbindungen in viele Länder der Welt. Wenn man heute von ihm spricht, dann hört man das immer wieder in dem Zusammenhang mit seiner SS-Mitgliedschaft. Die SS war ja eine gefürchtete Organisation im Dritten Reich und tatsächlich war Bernhard Prinz der Niederlande dort Mitglied bei der SS, was aber jetzt mal vermuten lässt, er wäre ein glühender Nazi gewesen, was er nicht war. Er hat sogar am Ende des Zweiten Weltkriegs gegen die Deutschen diplomatisch gekämpft, also da war jetzt nicht unbedingt die große Gefahr da, dass dieser Mann auch noch in Zukunft ein Nazi sein könnte. Auf jeden Fall waren da diese beiden Männer, Josef Rethinger und Prinz Bernhard der Niederlande. Und diese beiden haben eine Idee umgesetzt. Eine Idee, die sich sehr schnell zu etwas ganz Großem entwickelt hat. Die Idee war einfach, dass sich einige der wichtigsten Länder der NATO zusammentun, dass dort einige wichtige Politiker aus diesen Ländern kommen und zu einem bestimmten Ort gehen und sich an diesem Ort für einige Tage treffen und sich unterhalten. Das war so die Grundidee und diese Grundidee wurde nach langem Hin und Her dann auch umgesetzt, nämlich Ende Mai 1954. Da haben sich dann die wichtigsten Politiker, wie es auch geplant war, der NATO getroffen, auch viele Vertreter aus den USA, und zwar in den Niederlanden in einem Hotel, das Hotel de Bilderberg genannt wurde. Es gibt heute noch, ist ein sehr, sehr renommiertes Luxushotel. Dort haben sich also diese wichtigen Menschen getroffen und haben, wie es geplant war, sich unterhalten. Das war dann der Startschuss einer ganzen Reihe von Treffen und die Menschen, die sich da getroffen haben, die hat man von diesem Moment an, die haben sich selbst von diesem Moment an, muss man sagen, Bilderberger genannt, weil ja eben dieses Hotel so hieß, Hotel de Bilderberg. Und interessant ist, dass obwohl sehr, sehr wichtige Politiker von Anfang an bei diesen Treffen dabei waren, zum Beispiel beim ersten Treffen der Außenminister Dänemarks oder auch der damalige Premierminister Frankreichs, obwohl solche wichtigen Menschen dabei waren, ist dieses Treffen und sind auch die Folgetreffen geheim geblieben. Bis Mitte der 1960er Jahre wusste kaum jemand etwas von diesen Bilderberg-Treffen, von diesen Treffen der Bilderberg.
Gruppe. Das hat sich dann geändert. Was sich auch geändert hat im Laufe der Zeit ist, dass aus diesem losen Verband eine feste Struktur geworden ist. Die Bilderberger haben eine richtige Organisationsstruktur gebildet. Es gab Gremien oder es gibt auch immer noch Gremien, die zum Beispiel entscheiden, wer eingeladen wird, die über die Finanzen gucken und die alles organisieren. Das muss ja auch erstmal auf die Beine gestellt werden, weit mehr als 100 wichtige Menschen da so ranzukarren. Und was sich auch geändert hat, ist, dass diese Treffen irgendwann nicht mehr geheim waren. Es kam an die Öffentlichkeit, es konnte nicht mehr länger geheim gehalten werden. Aber trotzdem galt und gilt ein Kodex bei diesen Treffen, nämlich, dass über die Inhalte der Treffen nichts nach außen dringen darf. Heute weiß man zum Beispiel, wo die Treffen stattfinden, man weiß auch, wer dabei ist, es gibt Teilnehmerlisten, aber man weiß immer noch nicht, wer hat was bei diesen Treffen gesagt und worum ging es genau. Das ist so das Wesentliche, was man über die Bilderberg-Treffen wissen sollte. Also, das Ganze entstand aus einer Idee heraus, mehr Dialog zu haben zwischen den einzelnen Ländern, dafür Beruhigung zu sorgen und wurde dann zu einer richtig großen Sache. Einmal im Jahr ist es jetzt auch heute so, treffen sich verschiedene mächtige Menschen der Welt, fast immer nur Männer, an einem bestimmten Ort, immer in einem Luxushotel irgendwo auf der Welt und unterhalten sich 3 Tage lang, ganz abgeschieden von der Öffentlichkeit, streng bewacht über, so sagen sie zumindest, die Probleme der Welt. Was bei diesen Treffen genau abgeht, darüber hat man mittlerweile auch einige Infos. Zum Beispiel hat sich neulich Rolf Schweiger zu diesem Thema gemeldet, ein Schweizer Politiker, der bei dem letzten Bilderberg-Treffen dabei war. Er hat gesagt, es finden täglich mehrere Gesprächsrunden zu verschiedenen Themen statt, bei denen alle Teilnehmer anwesend sind. Jeweils 2 oder 3 Redner legen zuerst ihre Sicht der Dinge dar. Danach gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen und vertiefte Diskussionen zu führen. Und in diesem Jahr gab es auch eine Premiere. Zum ersten Mal überhaupt gab es eine Agentur, die für Presseanfragen aus der ganzen Welt zuständig war. Bis dahin gab es quasi keinen offiziellen Sprecher der Bilderberger. Jetzt gibt es eben diesen Sprecher oder diese Sprecher und die kommen von der Agentur CNC. CNC selbst, der Chef von CNC, war auch schon bei Bilderberg-Treffen dabei und deswegen ist eben da diese Verbindung. Ich habe dem deutschen Sprecher von CNC eine Mail geschrieben, habe verschiedene Fragen gestellt und wollte unter anderem auch wissen, naja, was läuft denn da so ab? Ist es denn tatsächlich so spannend bei den Bilderberg-Treffen? Und er meinte zu mir, naja, ich war sehr enttäuscht, dass es an allen Tagen außer Panel-Diskussionen und Buffet-Frühstück, Lunch und Dinner keinerlei Aktivität gab. Und natürlich habe ich ihn auch gefragt, warum wird das Ganze denn so geheim gehalten, wenn es so unspektakulär ist? Und dazu hat er geschrieben, wenn man off-record spricht, also einfach nichts veröffentlicht, dann kann man etwas freier sprechen, als wenn man sich gebetsmühlenhaft an den verschiedenen Sprachregelungen seiner Organisation halten muss. Genau das Gleiche hat mir übrigens auch einer der Teilnehmer geschrieben, der Chef eines großen deutschen Unternehmens, der meinte zu mir, nach meiner Meinung haben auch Verantwortliche in Wirtschaft und Politik das Bedürfnis und das Recht, in voller Vertraulichkeit Erfahrungen und Einschätzungen auszutauschen. Bitte verstehen Sie, dass ich nicht die Absicht habe, durch eigene Kommentare dies eher zu erschweren. Also, die Bilderberger sind zwar offener geworden, was so die Kommunikation nach außen angeht. Es gibt jetzt Teilnehmerlisten, man weiß, wo sie sich treffen. Es ist auch nicht mehr eine Theorie von Verrückten, dass es diese Treffen überhaupt gibt. Aber was die genauen Inhalte der Gespräche angeht, darüber wird bisher immer noch Stillschweigen bewahrt. Und das ist natürlich Anlass für viele zu fragen, warum denn? Was ist der Grund dahinter? Warum muss das so geheim gehalten werden? Diese Sache von wegen, wir wollen offen sprechen, das zählt für die als Argument nicht. Und damit sind wir auch schon bei der nächsten Sache. Der Hauptgrund dafür, dass viele Menschen in Zusammenhang mit den Bilderberg-Treffen von einer Verschwörung sprechen, der hängt mit einem bestimmten Begriff zusammen, den ihr vielleicht schon mal gehört habt, nämlich der New World Order oder auf Deutsch Neue Weltordnung. Das Ganze ist eine ziemlich komplexe Theorie, die ich mal jetzt ganz kurz versuche darzustellen. Es sieht so aus, dass diese Menschen sagen, okay, auf der ganzen Welt gibt es einige wenige Organisationen, geheime Organisationen vor allem, die die Weltherrschaft haben wollen. Und diese einzelnen Organisationen, zum Beispiel die Freimaurer oder eben auch die Bilderberger, die werden wiederum geleitet von ganz, ganz wenigen, ganz, ganz reichen und mächtigen Menschen. Und diese reichen und mächtigen Menschen, die haben quasi so die Fäden in der Hand und die bestimmen, wo es lang geht. Und diese Bilderberg-Treffen, die sind quasi so das Zentrum dieser ganzen Sache. Also die Bilderberg-Treffen sind so eine Art Weltregierung. Dort wird an einigen Tagen festgelegt, was im nächsten Jahr passiert. Zum Beispiel soll die Gründung der Europäischen Union von den Bilderberg-Treffen ausgegangen sein. Oder aber auch die deutsche Wiedervereinigung oder Barack Obamas Wahl zum Präsidenten der USA. Alles das soll aufgrund
dessen, was bei den Bilderberg-Konferenzen, bei den Bilderberg-Treffen besprochen wurde, zustande gekommen sein. Also die New World Order Theorie besagt eben, wenige Organisationen und dahinter stehende wenige mächtige Menschen bestimmen die Geschicke der ganzen Welt. Das ging vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber auch wissenschaftlich gibt es dafür durchaus Belege. Es gibt die soziologische Theorie des sogenannten Geld-Macht-Komplexes. Das klingt erstmal ziemlich anstrengend, ist aber relativ einfach erklärt. Diese Theorie besagt, dass es auf der ganzen Welt insgesamt 4 Gruppen gibt, die das Sagen über die komplette Menschheit haben. Die mächtigste Gruppe, das sind die sogenannten Superreichen. Milliardäre, die so viel Geld haben, dass sie alles machen können, alles lenken können, was sie wollen. Danach kommen dann die sogenannten CEOs, die Chefs verschiedener wichtiger, großer Unternehmen. Und erst danach, an dritter Stelle, kommen die Entscheidungsträger aus der Politik, die Politiker, die Gesetze machen und viele Dinge mehr. Und dann an vierter Stelle gibt es noch eine Gruppe, das ist die sogenannte Wissenselite. Das sind also Wissenschaftler, das sind Presseleute, verschiedene andere Meinungsmacher. Und diese 4 gehören eben zum Geld-Macht-Komplex und bestimmen die Geschicke der Welt. Und wenn man sich mal die Teilnehmerlisten der Bilderberg-Konferenz anguckt, dann sieht man, genau die Vertreter aus diesen 4 Gruppen sind bei den Treffen immer dabei. Da sind Superreiche, da sind Chefs von verschiedenen Unternehmen, da sind Politiker und da sind auch Presseleute, zum Beispiel auch aus Deutschland von der Wochenzeitung Die Zeit. Und da ja diese Theorie besagt, dass sie die Macht über die Welt haben, ist es tatsächlich so, dass da sehr, sehr viel Macht an einer Stelle geballt ist. Dazu kommt noch die krasse Geheimhaltung. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Warum dringt denn nichts nach außen, wenn man da nichts zu verheimlichen hat? Warum sagt man danach nicht zumindest, worum es ging? Es gibt zwar Protokolle der Bilderberger, aber die werden geheim gehalten. Auch Medien berichten sehr selten darüber. In der Vergangenheit hat sich ein bisschen geändert, aber auch da kann man natürlich sagen, es ist auch eine Verschwörung, bei der die Medien eine Rolle spielen. Also auch das wiederum ein Argument dafür. Es gibt einige Menschen, die sehr, sehr wichtig sind im Zusammenhang mit all diesen Theorien, die sich zum Teil schon seit Jahrzehnten mit den Bilderbergern beschäftigen, dazu forschen. Das sind unabhängige Journalisten. Zum Beispiel ist das einmal Tony Gosling, ehemaliger BBC-Korrespondent. Alex Jones ist auch so jemand und Jim Tucker. Sie alle sind vor allem im Internet unterwegs, verbreiten dort ihre Theorien, machen viele Videos, sind bei den Bilderberg-Konferenzen dabei, versuchen dort was rauszukriegen und berichten darüber. Wenn euch das interessiert, in der Infobox habe ich übrigens wie zu vielen anderen Dingen noch mehr verlinkt. Aber man muss auch bei all diesen Sachen sagen, die jetzt vielleicht ganz logisch klingen, Vorsicht, so logisch ist es dann doch nicht immer. Vieles von dem, was man vor allem im Internet über die Bilderberg-Treffen findet, das klingt zuerst mal total logisch und schlüssig und man sagt, ja, das ist eine Theorie, der glaube ich durchaus. Aber ähnlich wie bei anderen Verschwörungstheorien im Internet gibt es eine ganz, ganz große Schwachstelle bei den Theorien. Es fehlen sehr, sehr oft die Quellen. Es kann sich natürlich jeder irgendwie eine tolle Geschichte überlegen, ein paar Zitate erfinden, das veröffentlichen mit ein paar verpixelten Fotos und schon denkt jeder, oh, krasse Geschichte, die da gerade im Gange ist. Aber so genaue Belege gibt es für viele Dinge einfach nicht. Es gibt keinen Beleg, keinen Schwarz-auf-Weiß-Beleg, der besagt, die Bilderberger haben dafür gesorgt, dass es die deutsche Wiedervereinigung gibt. Oder haben dafür gesorgt, dass Barack Obama zum Präsidenten wird. Das steht einfach nirgendwo, man kann es nicht belegen. Und daher ist auch die große Frage, woher nimmt man dann diese Behauptung? Also wie kommt man darauf? Irgendwoher muss man das ja wissen. Das hängt auch mit der Geheimhaltung zusammen. Es gibt nur ganz, ganz wenige Menschen, die wirklich mal inhaltlich über die Bilderberg-Konferenzen gesprochen haben, die dabei waren und gesagt haben, jawohl, so ist es. Also da waren weit mehr als 1000 Menschen im Laufe der Jahrzehnte dabei. Und da kann man ja schon davon ausgehen, dass irgendeiner von diesen Menschen mal ins Plaudern gerät. Wenn es da wirklich was ganz Brisantes gegeben hätte, dann hätte man das höchstwahrscheinlich schon irgendwie mitbekommen. Ein weiterer Grund, der gegen all diese Verschwörungstheorien sprechen könnte, ist ganz einfach der, dass man sich fragen könnte, naja, sind die Menschen, die da bei diesen Treffen dabei sind, wirklich so mächtig? Also wenn wir uns mal die Teilnehmerliste von diesem Jahr angucken, da sind aus Deutschland dabei gewesen, unter anderem Josef Ackermann. Der war mal Chef der Deutschen Bank, ist jetzt aber mehr oder weniger im Ruhestand. Oder auch Roland Koch, der war mal Ministerpräsident von Hessen, ist mittlerweile Chef eines großen Bauunternehmens. Oder ein einziger Politiker ist auch noch dabei, nämlich Christian Lindner. Alle diese Menschen würde ich persönlich jetzt nicht unbedingt zum innersten Machtzirkel der Bundesrepublik Deutschland zählen. Und die Frage ist natürlich, wie viel von dem, was da bei diesen Treffen angeblich dann so geklüngelt wird, können die dann überhaupt politisch umsetzen in ihren Positionen? Und was man sich natürlich auch noch fragen könnte ist,
Also reicht es wirklich, sich 3 oder 4 Tage einmal im Jahr zu treffen, um die komplette Weltpolitik zu lenken oder zu steuern? Und vor allem, warum macht man das so umständlich? Warum unterhält man sich nicht einfach in einer großen Konferenz übers Internet? Dann hätte man auch keine Protestler, die dann irgendwie vor der Tür stehen und sich beschweren über die Konferenz, wie das jetzt bei den Bilderbergern in den letzten Jahren immer mehr der Fall gewesen ist. Und auch noch ein ganz naheliegendes und banales Argument ist, naja, die Bilderberger hatten jetzt mehr als 50 Jahre Zeit, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Warum haben sie es dann noch nicht gemacht? Warum sind wir immer noch nicht unterdrückt? Warum gibt's nicht einige wenige, die das Sagen haben? Sondern warum fühle ich mich, wenn ich auf die Straße gehe, immer noch einigermaßen frei? Jetzt gibt's natürlich wieder Leute, die sagen, ja, das ist gar nicht so. Es gibt schon längst einige wenige Reiche, die bestimmen, wo es lang geht. Aber ich fühle mich persönlich jetzt noch nicht so fremdbestimmt, dass ich sage, da haben die Bilderberger aber einiges geleistet. Also das sind alles so Argumente, bei denen ich sage, wenn man rational drüber nachdenkt, dann ist das schon sehr weit hergeholt, dass da sich die Menschen treffen, um quasi die Weltherrschaft an sich zu reißen und zu bestimmen, wo es lang geht. Aber das ist meine Meinung. Wie gesagt, es gibt auch einige gute Gründe für die Theorie, dass die Bilderberger da einiges im Schilde führen. Und die Frage ist natürlich an euch, was meint ihr denn dazu? Wie seht ihr das? Sagt ihr, ja, also ich finde schon, dass gerade diese New World Order Theorie, dass da was dran ist, oder sagt ihr, nee, also es ist alles Bullshit und in Wirklichkeit sind es ein paar alte Leute, die zusammensitzen und sich unterhalten und Tee trinken, aber mehr kommt da nicht bei rum. Schreibt mir gerne eure Meinung in den Kommentaren, natürlich auch, wenn ihr irgendwie was dazwischen seht, da würde ich mich zum Beispiel auch einordnen, könnt ihr mir gerne sagen. Ich hätte aber zum Schluss eine Bitte, weil das jetzt in letzter Zeit gerade bei solchen Themen immer wieder mir aufgefallen ist, bitte seid auch fair zueinander in den Kommentaren. Also wenn ihr eine bestimmte Meinung vertretet, das finde ich toll, auch wenn ihr dann die so vehement vertretet, aber dann lasst doch auch bitte die Meinung der anderen stehen und macht die nicht runter für ihre Meinung. Das ist mein Appell zum Schluss. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich hoffe, ihr seid einigermaßen durchgestiegen, was die Bilderberger sind. Infos gibt's auch noch in den Links. Da habe ich euch in der Infobox einiges reingepackt. Und ansonsten jetzt viel Spaß beim Kommentieren und danke schon mal. Ciao.